Herzlich willkommen zur Vorstellung von der Benutzerverwaltung für AGVIP. Ich möchte Ihnen heute gerne das Konzept grundlegend vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt, Zugriffsrechte auf Felder und Datensätze zu definieren und wie Sie einzelne Funktionen ein- und ausschalten können. Wir werden grundlegend das Konzept für Gruppen und Anwender bereden und einige Ausnahmen besprechen. Das grundlegende Konzept der Benutzerverwaltung sieht vor, dass Sie in AGVIP verschiedene Mandanten verwalten können. Das entspricht den einzelnen Adresstabellen, die Sie definieren können. Innerhalb eines Mandanten können Sie den Zugriff auf Datensätze und bzw. Datenfelder steuern. Zum einen auf Feldebene, zum einen aber auch können Sie einen Datenteil des Gesamtbestandes quasi freigeben. Zum Beispiel, dass ein Außendienstmitarbeiter nur Datensätze aus seinem Verkaufsgebiet hier Hessen eben im Zugriff hat. Und man kann Zugriffe auf Funktionen ein- und ausschalten, sodass man hier bestimmen kann, wie Daten bearbeitet werden können. Die Zugriffe auf Feldebene laufen über den Reiter Zugriffsrechte. Hier haben wir das Konzept der Vererbung. Das heißt, wenn Sie oben auf Ebene der Standardadresstabelle entsprechend das Exklusivzugriffsrecht, das Löschrecht, Schreiben oder Lesen vergeben, vererbt sich das in die darunterliegenden Felder und Tabellen analog weiter. Sie können das aufklappen und können dann bis auf einzelne Feldebenen eben definieren, ob der Anwender dieses Feld lesen, schreiben oder löschen kann. Ist es ein Eingabefeld vom Typ Kennzeichen, können Sie auch bestimmen, ob der Anwender in diesem Feld die Merkmalsliste der Kennzeichen überhaupt bearbeiten kann, sprich Kennzeichen löschen oder neu anlegen oder umbenennen. Wenn wir über Zugriffsrechte auf Datensätze reden, ist es wichtig, dass Sie im Reiter funktionale Rechte den Haken im Recht Datensatzbenutzerrechte ignorieren, entfernen. Denn nur dann greifen überhaupt die Datensatzbenutzerrechte. Als zweites ist wichtig, dass Sie die Datensatzbenutzerrechte explizit zuordnen. Das heißt, Sie machen eine Auswertung, filtern den Datenbestand und können dann über die Funktion ändern, ergänzen diese Daten dem speziellen Benutzer oder der Anwendergruppe zuordnen. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie über ein Makro eben beim Speichern direkt prüfen und anhand der Datenlage, zum Beispiel einer Postleitzahl, entsprechend das Datensatzbenutzerrecht setzen. Zugriffsrecht auf Funktionen und Bereiche der Administration. In der CRM-Software AGVIP können Sie nahezu jede Funktion ein- oder ausschalten. Dazu finden Sie im Reiter Allgemein bei den administrativen Funktionen in der Rubrik generelle Rechte die einzelnen Punkte, die Sie auch im Arbeitsbereich der Administration in AGVIP finden. Das Recht ändern des eigenen Passwortes zulassen empfiehlt sich für die Anwender zu setzen, sodass die Anwender eben selbst ihr eigenes individuelles Kennwort vergeben können. Im Reiter funktionale Rechte finden Sie je Mandant, das heißt je Adresstabelle, aber auch untergeordneter Zusatztabelle oder Projekttabelle die Möglichkeit, Funktionen ein- auszuschalten. Das Recht Direktzugriff besagt, dass Sie überhaupt frei auf den Datenbestand arbeiten können. Das Recht Datensatzbenutzer ignorieren haben wir bereits gesprochen. Das ist im Zusammenhang mit den Datensatzbenutzerrechten wichtig. Projektstatistik gibt Ihnen in der Option Workflow die Möglichkeit, hier kumuliert Ergebnisse zu sehen, während die Benutzerstatistik die persönlichen Reports zeigt. Datendrucken bezieht sich auf Historie oder Etikettendruck. Das Thema Selektion sind immer Adressmengen oder Datensatzmengen, die Sie hier drucken, ändern, kopieren oder löschen können. Import, Export sind sicherlich selbsterklärend. Daten synchronisieren während der Austausch über einen Access-Datencontainer zwischen verschiedenen AGVIP-Instanzen. In der Praxis eher selten. Und der Vollzugriff auf die Historie ermöglicht, dass man auch Historieneinträge anderer Anwender bearbeiten, löschen kann. In der Praxis auch eher weniger empfehlenswert. AGVIP kennt Gruppen und Anwendergruppen, dienen als Master oder Vorlage
um hier wie eine Art Schablone Zugriffsrechte zu definieren, und man kann dann in der Praxis eben einem Anwender ein oder mehreren Gruppen zuordnen. Gruppen müssen nicht zwingend immer mit Zugriffsrechten definiert sein, man kann das in der Praxis auch nutzen, um Skills für Mitarbeiter abzubilden, also zum Beispiel Trainings, die ein Anwender durchlaufen hat, oder Fremdsprachenkenntnisse. Der Anwender ist dann wirklich der konkret namentliche Benutzer, der sich am System anmeldet, der erbt Rechte aus der Gruppe. Nun gibt es hier verschiedene Möglichkeiten der Ausprägung. Ein leeres Kästchen bedeutet, es ist keine Erlaubnis da, sprich, wenn ich nur eine Gruppe die Mitarbeiter zuordne, darf es nicht. Ein rotes Kreuz ist ein explizites Verbot, das heißt, der Anwender darf es nicht, und der Haken bedeutet eine Erlaubnis, darf diese Funktion ausführen. Und bei Ausprägung des Benutzerkontos sieht man dann in der rechten Spalte immer die Rechte, die sich aus den zugeordneten Gruppen ergeben, und links das Recht, was er eben daraus ererbt hat. Man kann das individuell abändern. Wenn jetzt zweimal keine Erlaubnis zusammenkommen aus zwei Gruppenzugehörigkeiten ergibt das eben, dass das nicht darf. Habe ich ein explizites Verbot, setze ich das Verbot immer durch. Ein Erlaubnis und ein leerer Kasten führt zur Erlaubnis. Umgekehrt, sobald ein X in die kommt, ist immer das Verbot quasi, was sich durchsetzt. Wenn wir an Active Directory Anbindung oder auch Kennwortrichtlinien denken, findet man im Bereich der Administration unter den globalen Einstellungen die Möglichkeit, eine Mindestlänge für das Kennwort zu definieren und eine Gültigkeit, eine zeitliche Gültigkeit. Damit wird der Anwender automatisch aufgefordert, kurz vor Ablauf dieser Frist sich ein neues Kennwort zu vergeben. Sie können Komplexitätsrichtlinien schreiben und wichtig hier, wenn Sie mit der Active Directory Anbindung arbeiten möchten, dass Sie eben hier auch einschalten können, dass die automatische Anmeldung an AGWIP möglich ist, wenn der User am Active Directory bereits authentifiziert ist. Kennwort finden Sie im Benutzer unter dem Reiter Zugang Kennwort. Wenn Sie hier auf Kennwort ändern, den Haken setzen, können Sie das Kennwort vergeben und in der Kontrolleingabe es nochmal wiederholen. Und darunter finden Sie die Möglichkeit, dass der Anwender aufgefordert wird, beim nächsten Login-Vorgang das Kennwort direkt neu einzugeben und zu definieren. Das schafft Ihnen die Möglichkeit, dass Sie ein Standard-Kennwort, zum Beispiel 4711, vorgeben, der Anwender dann eben bei der Erstanmeldung aufgefordert, sich ein individuelles, persönliches Kennwort zuzulegen. Dann haben wir hier unten die Active Directory Synchronisation. Wenn Sie da draufklicken, öffnet sich eine Suchmöglichkeit in Ihrem Active Directory. Sie können dort den Namen oder Namensbestandteile eingeben, bekommen die User angezeigt und übernehmen die Anwender dann direkt in das verbundene Konto hier. Wenn Sie das machen, ist das Konto zunächst inaktiv, das heißt, der Haken ist bei Anmelden verbieten drin. Das müssen Sie rausnehmen, damit sich der Anwender nachher wirklich anmelden kann. Anmelden verbieten, also ein Benutzerkonto inaktiv setzen, lohnt sich zum Beispiel auch, wenn ein Mitarbeiter krank oder in Urlaub sind, weil dann alle privaten Wiedervorlagen im Rahmen des Workflows freigegeben werden für andere Mitarbeiter. Ist der Mitarbeiter wieder an Bord, setzen Sie den Haken wieder raus und damit kann er mit seinen privaten Wiedervorlagen weiterarbeiten. Einige Ausnahmen, die wichtig sind: Wenn Sie über Makros Datenmanipulation vornehmen, ist es immer so, dass diese unabhängig von den Zugriffsrechten, die der jeweils angemeldete Nutzer hat, diese Datenmanipulation immer durchführen können. Das heißt, Makros sind nicht an Zugriffsrechte gebunden. Damit lässt sich zum Beispiel auch gewährleisten, wenn Sie einen automatischen Änderungslog schreiben lassen möchten, was der Anwender an Stammdaten geändert hat, dass das funktioniert, unabhängig von den Zugriffsrechten. Das Zweite, was Sie machen können, es gibt in dem Ansichtengenerator, im Oberflächendesigner, die Möglichkeit, ein Eingabefeld mit der Eigenschaft schreibgeschützt oder nur lesend zu belegen. Das heißt, Sie können auch Oberflächen, die im bestimmten Kontext eingesetzt werden, zum Beispiel in verschiedenen Bearbeitungsstufen im Workflow, eben trotz eines Schreibrechts und Zugriffsrechten sagen, in diesem Kontext ist das Feld aber nur lesend zur Verfügung. Ja, das war's. Kurzer Einblick, Überblick über die Benutzer- und Rechteverwaltung von AGWIP.
Weitere Informationen finden Sie in der Knowledge Base unter kb.kruzek.de. Ihre individuellen Fragen beantworten wir gerne per Mail unter support@kruzek.de. Vielen Dank.